Herzlich willkommen zurück zu Amnesia. Wir befinden uns mal wieder in einer selten unschönen Umgebung. In der Kanalisation des Schloss Brennenburgs. Und am Ende der letzten Folge haben wir Geräusche vernommen, die normalerweise eher darauf schließen lassen, dass hier was Böses in der Nähe ist. Hallo? Da wächst wieder diese komische Schwabbel. Und da ist Laudanum. Ne, den Stein mit. Nicht eine Waffe. Ob das unbedingt clever war? Boah! Ach du Scheiße, da kommt ja was! Das kommt. Fuck. Wir sind im Arsch. Wir sind tot. Was ist denn das schon wieder? Das ist doch nicht dieses Standardviech. Fuck. Das kommt uns immer noch hinterher. Wir sind, wenn ich das so sagen darf, relativ tot. Wenn uns das jetzt immer noch hinterherkommt hier hoch. Was ist denn das schon wieder für ein Mistviech? Das kommt uns echt hierher. Nach. Soll ich dran vorbeirennen? Hilft nichts anderes. 1, 2, 3. Oh, cool. Ja, das hat super geklappt. Versuch ihn abzulenken. Mhm, ja. Und wieder habe ich jetzt Mikro geboostet. Mann! So, wo sind wir denn hier? Ah ja, okay. Wir sollen ihn ablenken. Vielleicht war da mein Zufallsprodukt mit dem Stein gerade eben gar nicht so schlecht. Also ich höre es bis hierher. Wo ist es? Da ist es. Hast du mich gesehen? Nee. Okay, wir sollen es ablenken. Jetzt den Stein dahin werfen. Und dann in die andere Richtung rennen. Moment, ich guck mal noch kurz in die andere Richtung. Nur Mistviecher in diesem Spiel. So. Geht's nicht lang. Und da steht das Viech. Okay. Ich werde jetzt hier so einen Stein schnappen. Ich werde den hierher werfen, kurz vor mich. Und dann außenrum rennen. Jetzt kommt es schon wieder. Ich drehe durch. Warum kommt denn das immer von alleine? Jetzt hoffen wir mal, dass es mir hinterherkommt und nicht jetzt entgegen. Ach du Scheiße. Ja. Oh oh. Ich glaube, wir sollten rennen. Kletter doch hoch! Schneller! 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Haben wir es geschafft? Alter! Was war denn das jetzt schon wieder für eine Assi-Nummer? Oh,
haben es geschafft. Oh Mann. Leute, Leute, Leute. So. Hier sieht es ja auch wieder toll aus. Okay, vier Türen. Da liegt was, in der Buchse. Hallo? So. Mistviech. Ich will hier gar nicht reinkommen. Wie sieht sie mit Öl aus? Ach stimmt, wir haben die eine volle Ladung sozusagen. Den Hebel. Und wieder keine Tür. Ich hasse Räume ohne Tür. So. Hier ist ein Zettel. Den lese ich mal zuerst. 9th of August 1839. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Okay, jetzt wissen wir schon mal, für was Alexander diese ganzen Gefangenen braucht. Und vor allem den riesen Kerker. Framerate hat gerade irgendwie ein bisschen Zicken gemacht. Wisst ihr was? Wehe. Jetzt ist mal gut mit den Viechern. Ich weiß nicht, ob ich die hier wieder ziehen muss oder nicht. Ich mach's einfach mal. Etwas, es funktioniert scheint mit der Maschine nicht zu stimmen. Okay, hier auch nicht? Nee. Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschinerie. Alles klar. Ich mache mal die Tür hier weit auf, damit wir wissen, dass wir hier schon waren. Die Leiter ist beim Aufstieg gebrochen. Man kann nicht mehr zurückklettern. Ja, weil ich da zurückklettern will. Vielleicht nicht in die Tür, die schon so offen ist. Weil das sieht aus, als würde es da gar nicht weitergehen. Ja. Sonderwüchse, sonst noch irgendwas. Retter. Okay. Vielleicht brauchen wir die nachher noch für irgendwas. So. Links oder rechts? Ist wahrscheinlich egal. Okay, hat sich erledigt. Oh Mann. Könnten wir eigentlich mal anzünden. Ja, hör auf zu heulen. Mir ist auch zum Heulen. Glaub mir. Was ist denn das schon wieder für ein widerlicher Raum? Oh, klasse. Sehr vertrauenserweckend. Irgendwas stimmt heute mit der Framerate nicht so wirklich. Huch. Alter, sehr ätzend. Ah, hier gefällt es mir schon wieder gar nicht. Diese Geräusche immer. Ich rass hier gerade ein bisschen mit unseren Zünderbüchsen. Agrippa,
I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No, I can't feel anything. Alexander? Yes? Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Okay, um diesen Agrippa geht's wohl auch noch irgendwie. Agrippa ist mir jetzt bloß ein Begriff als... Irgendwie als Zauberer habe ich den im Hinterkopf. Ich weiß aber gar nicht woher. Vielleicht wisst ihr ja, ob der auch mal irgendwie ein richtig bedeutender, was weiß ich, Forscher oder Wissenschaftler war. Mehr zu unterwüchsen. Das ist ein bisschen Öl. Natürlich nicht. So, wo geht's hier schon wieder rein? Ach, cool. Oh ja, was soll hier schon passieren? Labor. Kommen wir nicht rein. Hier Werkzeuge. So. Huch. So. Ah! Alter. Da unten ist jemand. Seht ihr den? Da hinten. Sieht aber nicht wirklich lebendig aus. Ich erschrecke mich hier gerade vor den Leichen immer mehr als vor den Lebenden. Da ist Öl, wenigstens etwas. Sieht hier auch wieder sehr schön aus. Was? Was? Alter. Soll ich? Soll ich? Ich weiß nicht. Der greift uns doch garantiert an. Gleich, ich guck mich zuerst noch um. Ich habe keinen Bock, dass der nachher aufsteht und uns tötet, ganz ehrlich. Kann von hier aus nicht geöffnet werden, okay. Memento. Eine schwere Tür blockiert den Weg, okay. Okay, ich gehe jetzt hier aber noch nicht weiter. Dann helfen wir halt den Typen jetzt erstmal. Wenn es sein muss. Hier geht's vermutlich auch nicht rein. Nee. Dem fehlt der Unterkiefer, oder? Na lecker. Thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say. You've hurried too much. Alexander is toothless without an arm. He has one. That's not very promising at all. The sanctum is basically impenetrable, but guess why more? It could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my oath, a long time ago. Really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken oath and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak madness, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Okay.
Also da dafür, dass ihm die Kinnlade fehlt und er ziemlich tot aussieht, ist er relativ gut drauf. Nein. I know it sounds ridiculous. I mean, look at me. But if you find anything concerning a man named Johann Heim, would you please bring it to me? Da können wir drüber reden. He's working on a way to help him. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk of mine. Agrippa, der sterbende Mann, suchte eine Notiz von einem Namen, von einem Mann namens Johann Bayer. Ich meine, den Namen hätte ich schon mal gehört in diesem Spiel. Können wir gehen? Gut. What lover? Oh, that one. So many of Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Ja, natürlich. Okay. Naja, wenigstens haben wir jetzt mal einen Freund in diesem Spiel. Unfassbarerweise. So, wir müssen also die Teile für die Kugel jetzt finden. Ich glaube, jetzt ist wieder eher Vorsicht geboten. Wobei, vielleicht ist es auch wieder eher Rätselszene. Schön wär's. Oh, hier sieht's ja wieder geil aus. Ah. Ich fange mal hier links an. Sieht mir schon wieder sehr kerkermäßig aus. Eine Gummizelle, also eine mittelalterliche Gummizelle, oder? Huch, Alter! Jetzt erschrecke ich mich schon vor irgendwelchen Texturen. So, ich lasse hier mal offen. Da war ich schon. Ja, ich sag's euch, wenn da einmal dieses Viech drin steht, dann drehe ich durch. Ist hier irgendwas? Hoch gehe ich erst nachher. Geht's dahin? Bloß mal kurz testweise. Altar, na klasse. Also dieser Alexander macht wohl irgendein Ritual mit dieser Kugel, wobei er auch irgendwie Menschen, also tote Menschen oder gefolterte Menschen braucht. Ein wahrer Menschenfreund also. Ich hoffe, wir bilden uns dieses Schluchzen nur irgendwie ein. Ganz ehrlich. So, wir gehen mal zuerst noch nach oben. Was ist das? Fleisch. Cool. Können das Brot auch mitnehmen. Schade. Nicht schön hier, es ist einfach nicht schön. Hui. I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus rose obfuscating the truth in the dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. His cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. They will be back. Okay. Also wenn ich mal eine Vermutung anstellen dürfte, ich glaube, dieser Alexander hat die Leute gefoltert und er braucht irgendwie diesen Folterprozess sozusagen und nicht, dass sie sterben. Und deswegen hat er danach ihre Gedächtnisse gelöscht, damit er sie sozusagen wiederverwenden kann. Also Recycling auf die grausamste Art. Was soll denn das? Huch. Wenn es immer so hängt, denke ich immer, dass gleich irgendwas passiert. Apfel. Alter, was? Was? Wollt ihr mich verarschen? Was war denn das jetzt bitte?
Boah. Also, welche lustigen anderen Abenteuer uns im Altarraum erwarten, das finden wir dann in der nächsten Folge raus. Bis dahin, tschüss, bye bye.